Moinsen. Du. Der Käse ist fertig. Ja. Muss mal schnell Käse wegmachen. So, servus Leute. Deja Farm geht mal Käse auf die Seite platzieren. Warte. Ja. Wo kam denn das ganze Geld jetzt noch her? Keine Ahnung. Ah, Gewächshäuser. Wie viel war denn das? Das war recht viel. Ach, wie schnell produziert sie denn über Nacht? Kommt über Nacht so. Wirklich schnell. Einnahmen Gebäude 4000 irgendwas. Dann packe ich die hier erstmal ins. Hä, wir haben plötzlich 67.000. Das hatten wir doch vorher nicht, oder? Nee, vorher hatten wir 56. Okay. Keine Ahnung, wo das Geld hergekommen ist. Aber wir werden uns nicht beschweren. Es ist noch ein bisschen dunkel hier. So, unser Feld ist fertig, gell? Oder? Moment. Ajo. Ajoli. Dann machst du dich an die Ernte und ich komme dich ab und zu mal besuchen. Zum Abtanken. Mhm. Sag so bei 80 Bescheid. Ja. Ich werde hier erstmal noch ein bisschen pflügen. Wenn ich fertig bin mit Pflügen, dann werde ich ein paar Baumstümpfe entfernen. Und dann, warum ist das so dunkel hier? Weil es früh morgens ist. Ja, du wolltest noch weniger schlafen. Ja, klar. Ich dachte, 11 Stunden reichen. Na klar, also früher ist immer gut. Schafft mal mehr. Naja, die Diskussion hat man letztes Mal schon. Dass es unter Stress effektiver ist. Apropos Stress. Zeit 5. Ich bin der Stressfaktor, meinst du wohl? Nee, ich will dir nur ein bisschen Stress machen, weil wir haben, glaube ich, Dings drauf. Was? Pflanzensterben ist, glaube ich, an. Guck doch nach. Nee, du sollst ja ernten. Du sollst nachgucken. Ja, aber du sollst ja ernten. Ja. Na und? Schwarz oder nicht? Ja. Was haben wir angepflanzt? Weizen, gell? Ja. Stroh können wir ja verkaufen. Für sehr viel Geld. Ja, was gibt's denn hier? Für Stroh. 91. Ist okay. Kann man mal machen. Wenn du das so sagst. Ja. Bei anderen Karten gibt's auch nicht viel mehr. Vielleicht mal 110 oder so. So, den Käse haben wir uns aufgespart. Die Eier haben wir verkauft. Das reicht ja, wenn wir heute Abend erst den Laden befüllen. Alter, der Preis ist noch unter 3000 gesunken. Vom Käse? Ja. Voll gut, dass wir dann nicht verkauft haben. Voll gut, ey. Ja, verkaufen wir lieber heute Abend, dann gucken, dass der Preis vielleicht höher ist. Mhm. Vor allem, wenn wir jetzt ein bisschen zurückhalten, dann müsste der Preis ja explodieren eigentlich. Der müsste dann ordentlich steigen. Ja. Und wir können noch froh sein, wenn wir dann auf die neue Map-Version updaten, dann sind die Preise sehr angepasst worden. Sind die noch höher dann? Nee, nicht höher, glaube ich. Teilweise. Also zum Beispiel von Käse und sowas. Okay. Ja, das ist halt auch was sehr viel Geld generiert, klar. Aber ist halt auch Aufwand, finde ich, weißt du? Den Käse hin und her tragen und die Milch da reinschaufeln und weiß ich was. Schaufeln? Man kann doch einfach reinfahren.
Trotzdem musst du den Eimer benutzen, oder nicht? Nee, man kann einfach direkt reinschütten. Wo rein? Ja, in diesen Mixer da, oder was ist das? Seit wann? Seit schon immer. Hä? Hab ich schon probiert gehabt damals, ging bei mir nicht. Also ich meine jetzt im Alice Mountain, ging schon immer. Natürlich, davon reden wir hier. Also das... Wo bist du da rangefahren? Einfach mit dem kleinen John Deere und dem Milchfass einfach da rein in diese... Da ist ja dieses große Fass da. Ja, und dann geht's ja nicht automatisch in den Mixer rüber. Na klar, geht. Musst du halt reinschütten. Musst halt direkt ranfahren. Hä, du sagst gerade, es geht in das große Fass. Nein, nicht in das große Fass. In diesem, wo der Käse halt hergestellt wird. Okay, als ich das probiert habe, ging es nicht. Da musste ich mit dem Eimer das reinschippen. Naja. Aber wenn das jetzt geht, ist ja gut. Mhm. Oh, es wird heller. Kacke. Warum? Sieht man jetzt nicht mehr, wenn du schläfst, oder? Ja. Papa. Da-dam. 88. Ah, gut, dass du sagst. Sag bei 80 Bescheid. 88. Ja, ich hab grad drauf geguckt. Wir waren gerade im Gespräch, weißt du? Mhm. Schwulenanhänger. Ja, ich bin leider gleich schon voll. ...98... ...99... ...100. Tja, da musst du jetzt durch. Ja, ist mir egal. Kann ich was, das tun, was ich immer tue. Auf Klo gehen. Fahr's Rohr aus. Wenn der jetzt das Rohr nicht ausgefahren hat. Coming out. Ey, bei mir hier oben, da wo ich aufnehme, also wo mein PC steht, ist direkt unterm Dach, da ist brutalst warm. So, da bin ich wieder von der Toilette. Na, ja, sag mir doch, dass du auf der Seite stehst. Ich wäre jetzt einmal außen rum gefahren. Das hat man ein großes Häufchen hingelegt. Also Stroh meine ich. Ach, soll ich zurückfahren? Ja, wäre schön, dann muss ich nicht ins Feld. Warte. Wieder pflügen. Mhm. Glück halt vor dich hin. Wie viel geht denn in der Dresche rein? 10,5 Tonnen. What? Und du kommst einmal rum und es ist... Du bist voll. Komm nicht einmal rum. Ja, noch besser. Bin ich ja fast mal gespannt, was da runterkommt von dem Feld. Hm. Kann's auch sein. Bestimmt Weizen. Ha. Und Stroh. Ja, Weizenstroh. An dieser Stelle stelle ich schönen Sonntag an alle. Ich glaube, heute ist die Sonntagsfolge. Ja.
Und ja, heute müsste Sonntagsfolge sein. Was ist, wenn es eine Montags- oder eine Samstagsfolge ist? Ich frage mal. Dann ist halt Samstag oder Sonntag. Oder Montag. Ah, okay. Also es ist die dritte Folge und bis Donnerstag hat man aufgenommen. Mhm. Mhm, richtig. Haben wir nicht die Biobälze drauf? Nein, sonst hätten wir nicht die andere, die Standard. Warum haben wir die dann vorher nicht mit drauf genommen? Frag mich nicht! Muss dein inneres Chi fragen. Nicht ommen, sondern fragen. Chi. Warum haben wir die Biobells Stubenfresse nicht mit auf das Let's Play genommen? Korrigiere Stubenfresse. Weil du dumm bist, Varuna. Danke, mein Chi. Oh Gottchen. So, Frage beantwortet. Gut. Dann kann's weitergehen. Ist noch nicht beantwortet. Frage ist halt immer noch, warum du das nicht draufgenommen hast. Nachtrag vom Chi. Die Gefahr ist auch dumm. Ey! Nee, war halt wirklich ungeschickt. Ich kann gut Englisch. Was hat das jetzt damit zu tun? Das heißt, dass ich nicht dumm bin. Schließt das eine das andere aus? Es gibt auch dumme Engländer. Ja, aber... Was heißt... Verstehst du nicht? Nee, mein Chi hat gesagt, ich bin dumm. Stimmt, da hatte ich schon wieder vergessen. Wie voll bist du denn? 65. Ich bin einmal durchgestochen. Ich würde es fast sagen, wir gucken, dass wir hier auf dem kleinen Feld dann Raps anpflanzen. Also ne, reicht, ne, müssen wir eigentlich noch nicht. Weil wir können die Dieselproduktion ja sowieso noch nicht starten. Müssen sie ja erstmal kaufen. Mhm. Aber wir können doch auf beiden Feldern Raps anpflanzen. Ja, irgendwas, was auf jeden Fall ordentlich Knete bringt. Wie voll? 77. Einem unterwegs. Ich hab bei 80 Bescheid gesagt. Ja, ich bin noch unterwegs. Ich könnte auch einfach den Träger hier lassen und mit dem Marseille pflügen. Den Träger. Warte, ich komm. Ja, okay. Nö, ich komm rüber. Ich muss eh gleich. Was ist denn wenden? Ja, dann passt's nicht mehr. Du machst so Geschichten, was? Die kann ich nicht verstehen. Letzt auch beim Häckseln. Hä? Was habe ich getan? Warum bist du jetzt nicht drüben wieder weitergefahren? Dann hätte das Rohr genau gepasst. Lass mich doch meine Logik sein. Ich sag dir mal meine Logik. Wenn du das Feld anguckst, dann fährst du immer eine halbe Bahn ohne zu arbeiten. Ja, na und? Ja, ist voll unlogisch. Ist besser, als wenn ich nichts arbeiten würde.
Du arbeitest ja nichts in dem Moment. In dem Moment. Also es geht mir jetzt nur um die Fahrstrecke. Du fährst eine halbe Bahn, ohne dass der Drescher arbeitet. Ja, na und? Ja, das ist unlogisch. Ach, ich freue mich schon auf die RP-Aufnahme. Das ist kein Varuna da, der dich nervt. Naja, warte mal ab. Hä? Hä, was? Das habe ich gehört. Du hast gesagt, da ist kein Varuna da, der mich nervt. Natürlich nervt mich, warum denn nicht? Also aus meiner Sicht habe ich jetzt gesprochen, nein. Ach so, also meinst du? Ja, ich so meine ich. Ich so meine ich. Nun ist klar. Das ist schön. Und wie gefällt dir die Hofbergmann? Immer noch gut. Das ist schön. Also ich weiß nicht, was du hast, aber mir gehen die Baumstümpfe weg. Ja, dann bist du irgendwie ein Zauberer. Zauberer Ost oder sowas. So. Na so. Das ist halt bei der Standardfräse hier so ein bisschen bescheiden, aber das war es im 17er schon. Klar, was im bescheiden im 17er ist, das ist auch noch bescheidener im 19er. Nicht unbedingt. Die Helfer sind ein bisschen besser geworden. Inwiefern? Die sind schon besser geworden, fand ich vom Verständnis her, wie die manchmal erfahren. Ich sag nur Livestream, wo Rapski jetzt fast auf den einen der kleinen Felder halbe Bahn zurückgefahren. Ja, aber das hat er im 17er auch gemacht. Freunde, Sandmännchen ist jetzt vorbei. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Vielleicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und das ist alles. Bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao. Tschüss.